fahren wir das erste Mal exklusiv mit ein paar anderen Kollegen den neuen BMW XM. Sitze ich gerade drin, ihr hört, dass ihr nichts hört. Das ist aber trotzdem ein M. Und zwar ist es der erste eigenständige M in dem Sinne. Ein super SUV in meinen Augen. Hybrid, V8 Biturbo. Im Prinzip ein Wahnsinnsauto mit viel Leistung und viel Ökonomie und allem drum dran. Soll also auch richtig schnell fahren können, soll auch Rennstrecke können. Also es ist im Prinzip ein All-Around-Car in dem Sinne. Und neben mir sitzt der Jens. Kannst du dich mal kurz vorstellen, Jens? Du bist der Fahrwerksguru, glaube ich. Genau, also ich bin der Jens. Ich bin verantwortlich bei dem Auto für das Fahrwerk. Sowohl für die ganzen Komponenten, aber auch für die Abstimmung. Und wir befinden uns jetzt sozusagen auf der Ziellinie und haben natürlich noch ein bisschen Feintuning vor uns und freuen mich auf Rückmeldung. Okay. Genau. Ja, schön. Wie gesagt, da habe ich schon ein paar Sachen gehört, auch vorher, bevor uns fahrt jetzt quasi, dass du, also ihr habt schon darauf Wert gelegt, dass das Auto so sportlich in Anführungszeichen fährt wie so ein X5, X6M, und die wissen wir ja alle auch in unserem Bereich, auch wie, was die können. Die können mittlerweile so schnell fahren wie manche andere Sportwagen auf der Rennstrecke selbst. Auch das können Nordschleife fahren. Also das gehe ich davon aus, dass dieses Auto auch Nordschleife kann und auch da nicht keine Wanderbaustelle ist, in Anführungszeichen. Richtig, ja. Wir wollen da kein Hindernis sein, sondern genau. Schon mitfahren. Okay. Da befinden sich sogar gerade die Kollegen, ist ja diese Woche der E-Pool. Okay. Und die machen auch dort weiter und sozusagen den Feinschliff drüber. Aber das Auto hat schon einen Anspruch, ein M-Fahrzeug, und dementsprechend auch natürlich, wie man im Fahrzeug auch kennt, zu performen. Also man kann schon sagen, das ist ein echter M. Klar, weil es das erste Auto aus Garching in Anführungszeichen ist, und die Leute werden wahrscheinlich denken, Hybrid und E-Boost und alles drum dran, was das gibt, ist vielleicht dann kein echter M mehr, aber das ist eben das erste Auto, was in dem Sinne die neue Zeit dann quasi einläutet, in Anführungszeichen, irgendwo. Ne? Richtig, ja, genau. Und im Auto steckt noch ein neuer Antrieb, ist zwar immer noch ein V8 Biturbo, aber es ist schon eine neue Generation. Die kennen wir jetzt aus dem Simo und aus dem X7 erstmals. Gekoppelt mit Hybrid, mit dem Elektrom-Baustein, die es dazu braucht. Und hat jetzt im Moment, fahren wir jetzt gerade mit einem System mit 650 PS und 800 Newtonmeter. Das ist quasi der erste Step, der dann Ende des Jahres so angefangen wird zu bauen, zu produzieren. Und dann kommt aber mit ein bisschen Abstand später noch dazu noch dann diese viel umsagende Version mit der 750 PS Leistung und 1000 Newtonmeter. Und ja, sind wir mal gespannt. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was das Auto jetzt hier schon auf den Straßen in Österreich ja so vollbringt. Bin gespannt, also gerade hier so in Sachen Fahrdynamik, was ja uns bei Autobild Sportscars Autobild auch mal ganz interessiert. Da schauen wir mal. Wir fahren mal eine Runde rum und dann melden wir uns wieder. Bis gleich. Kompakt, ja. Da zittert auch nichts nach. Ja, nee. Das ist immer noch irgendwie komfortabel, finde ich auf jeden Fall, ne? Und hat trotzdem so genügend Spitzigkeit drin oder sportliche Härte, so in dem Sinne, die es dann braucht für so einen Sport, Namen Sport einfach auch. Ne? Genau. Also wir versuchen praktisch die, also natürlich kommt erstmal ein gewisser Peak, ein Eintrag kommt natürlich rein. Mhm, aber wir versuchen die abzurunden und halt, dass da kein so ein wirklich so spitze Dinge mal reinkommen, ja, sondern dass es wirklich kompakt wirkt, aber nicht stört. Mhm. BMW XM, das ist er. Wir sind ihn gefahren heute hier am Salzburgring, zumindest im Umkreis, in den Bergen. Der erste eigenständige M von der M GmbH aus Garching, also das erste eigenständige Fahrzeug. Optisch ein super SUV mit viel Leistung, Elektroboost, Elektrofahren, kann auch Rennstrecke, kann Nordschleife, kann alles in dem Sinne. Wir sind positiv überrascht, obwohl wir vorneweg schon ein bisschen leichte Vorurteile hatten, was so ein schweres SUV kann hier. Aber wie gesagt, positiv überrascht, Daumen dreimal hoch. Wir sind gespannt auf Ende des Jahres, wenn das Fahrzeug auf den Markt kommt, was es dann ohne Tarnung wirklich kann. Wir testen das auf jeden Fall aus und freuen uns drauf.